Deutschland. Als erstes kloppen wir mal 6 Eier hier in die Schüssel drin, möglichst ohne Schaf. Mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Es ist passiert, die Ereignisse überschlagen sich. Eine Frau, welche sich dazu entschied, den gesellschaftlichen Normen und Werten den Rücken zuzukehren und sich im eigenen kontroversen Geschäft zu widmen. Ein Geschäft, so absurd und kreativ zugleich, welches eines Nachts die Spaltung der Gesellschaft durch ihre antagonistischen Ansichten unvermeidbar machte. Eine Nacht, historisch bekannt unter dem Namen Die Nacht der 1000 Tränen, in der YouTuber Avirano die Stimme zur Aufklärung erhob. Doch Forscher und Gelehrte waren sich einig, der Ausgang dieser Geschichte war gewiss keine Überraschung, denn es gab nur einen Weg. Es gab nur eine Vision. Hätte ich mir für mein Abitur so viel Mühe gegeben, dann wäre ich jetzt auch nicht die größte Enttäuschung in der Familie. Grüß Gott, meine Leichtmatrosen. Ich hoffe, euren Schwestern geht's gut. Erzählt, was geht bei euch? Mir geht's wieder ein bisschen besser. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich richtig krank bin gerade. Seht ihr die ganzen Taschentücher hier? Und jetzt ist halt die Frage, welches wurde wofür benutzt? Ich hab zwar kein Corona, aber ich hatte trotzdem einen Geschmacksverlust. Ja, ich stand nämlich aus dem Nichts auf volljährige Frauen. Das klang jetzt falsch, aber alles gut. Ich stehe eigentlich auf Männer. Ey, wisst ihr, was mir letztens ein Kollege erzählt hat? Jetzt passt auf. Und zwar der Grund, warum man sich seine Arschhaare nicht rasiert, ist folgender. Und zwar, er meinte, wer seine Wohnung putzt, der erwartet auch Besuch. Versteht ihr, was ich meine? Absolut abartig, ne? Ich verstehe nicht, wie Leute auf sowas kommen. Ich meine, das ist so ein Vergleich. Achso, ja, Ono Jan wollte ja heute zu mir kommen. Ich komme gleich. Bevor es losgeht, muss ich euch was zeigen, ne? Und zwar, passt auf, viele Leute denken, YouTube-Zuschauer sind krank. Andere wiederum denken, dass TikTok-Zuschauer verrückt sind, ne? Aber nee, packt alles zur Seite. Ich zeig euch jetzt, wer die verrückteste Community ist. Und zwar ist es die Twitter-Community, ne? Ich habe ja letztens einen Twitter-Account gemacht, ne? Und da kommentiert einfach einer, ne? Jetzt passt auf. Digga, so ein Boss würde behindert seine Füße lutschen. Du weißt gar nicht. Also, er meint halt mich, ne? Und der Typ denkt allen Ernstes, ich lass ihn einfach so zu mir in meine Wohnung hereinspazieren und meine Füße lutschen, ne? Ja, wie krank ist der bitte? Berliner Straße, 2. Flur, Rechtshaus. Oh, mein Hamster ist gegen die Kamera gelaufen, es kommt nicht wieder vor, es tut mir leid. Ja, Leute, wir schwabbeln gar nicht so lange drumherum und wir kommen direkt zum Thema. Worum geht's denn heute? Die Geschichte von der Frau, die ihre Furzdosen verkauft hat und damit mehr als 100.000 Dollar gemacht hat, geht heute weiter. Ihr habt ja alle, denke ich, mein letztes Video gesehen, guckt das auf jeden Fall, dann macht das ja auch viel mehr Sinn. Bruder, ich lade einfach mein Video hoch. Ich erzähle darüber, dass eine Frau ihre Furzdosen verkauft und 2 Tage später muss diese Frau einfach ins Krankenhaus, weil sie viel zu viel gefurzt hat. How many people are scared? Me too. I was really, really scared. Bro, sie hat so viel gefurzt, dass sie einfach gedacht hat, sie kriegt einen Herzinfarkt. Scheiß auf alles. Diese Frau hat einfach beruflich gefurzt. Ne? Stellt euch vor, ihr könnt einfach so behaupten, ja, furzen ist eure Arbeit. Alles klar, Jungs, ich muss los. Die Arbeit ruft, ne? Wir sehen uns. Und denkt immer dran, ne? Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist und hinterlasst eine Spur. Der einzige Grund, warum es hierzu ein Part 2 gibt, ist tatsächlich wirklich, weil einfach viele von euch das wollten. Also keine Angst, ich werde jetzt nicht komplett übertreiben und irgendwie richtig viele Videos über sie machen oder so. Alles hat irgendwann ein Ende. Cello AB aus Duisburg sagt, nichts ist für immer. Lange Rede, gar keinen Sinn. Sie war ja im Krankenhaus. Wir kommen gleich zum Krankenhausthema. Aber vorher würde ich sagen, wir gucken uns mal wieder 1-2 Clips von ihr an. Ich werde wie immer alles übersetzen. Euer Englisch ist ja safe schlechter als das von Doras Affen da. Ich hab die vertraut, Digga. And get my hair and makeup ready so I'd look sexy for the fart buyers of India, who are one of my biggest demographics. I really want to thank the people of India for their generosity and kindness. Bruder, was? Einfach die meiste Kundschaft von ihr lebt in Indien. Digga, den Indern geht's ja gar nicht gut. Woher haben sie bitte das Geld? So, ihr wisst ja aus dem letzten Video, dass eine Furzdose 1000 Dollar kostet. Warte mal, das heißt ja eigentlich im Umkehrschluss, die meisten Furzdosen von ihr gibt's in Indien. Was ist los, Dad? Pack deine Sachen, wir reisen ab. Selling. And today I'm working on a brand new recipe for farts. This one involves a big block of cheddar cheese. So we'll see how it goes. This was requested by one of my clients. Oder sehr stark. Sie nimmt sogar Kundenanfragen an. Ne? Ey, kann ich theoretisch auch in Bestellnotiz schreiben, dass sie vorher Baklava essen soll? Kranke Menschheit, Digga. Stell dich vor, ihr seid so zusammen mit der, ne? Sie ist einfach eure Freundin, Digga. Und was denken sich dann eure Eltern, bitte? Ich zeige euch übrigens mal einen kleinen Trick, okay? Viele verstehen das einfach immer noch nicht. Wie man unauffällig furzt, ne? Das ist eigentlich so einfach. Hierbei kommt es eigentlich nur absolut auf die Technik an. Och Mann. Entschuldigung, ich hab kurz eine Frage. Spaß beiseite, ihr dürft einfach nur keine dezenten Hinweise von euch geben.
Sie haben gefurzt. Das haben Sie gesehen? Sie haben all meine I chat with my fart jar community on Discord, answering questions, talking about my farts, and working with my graphic design team to make my fart jar NFT collection. And after that, I... Bro, sie hat für die Fürze einfach ein ganzes Team, Grafikdesigner, Discord-Gruppe. Wie gestört ist das Ganze? Stell dich mal, sie machen extra für sowas so eine Discord-Gruppe, Junge. Krank. Bruder, sei mal leise, was tust du jetzt so? Wie meinst du denn, Bro? Bruder, du schickst mir doch die ganze Zeit Videos von nackten Omas, Gorilla Sex und Lilo und Stitch Hentai über Discord. Nein, warte mal. Das war Discord? I have some shipments to drop off at the post office, so my farts are developing, gotta kill some time, gonna make these shipments go out, so that my clients have their farts in time for Christmas. Okay, Leute, passt auf, es wird Zeit, euch jetzt den Beitrag zu zeigen, das ging sogar in den deutschen Medien einfach richtig rum. Diese Diagnose dürfte ihr zum Himmel stinken, Digga, was ein Wortspiel. Mit ihrem Job verdiente sich US-TV-Sternchen und Influencerin Stephanie Metto 31 ein goldenes Näschen. Sie pupste in Einmachgläser und verkaufte sie luftdicht. Mit der heißen Luft verdiente sie mehr als $200,000. Knapp 177.000 Euro. Jetzt gab die 31-Jährige ihren Rücktritt aus dem windigen Geschäft bekannt. Bruder, die dachten auch Rapper Mittwoch, Junge. Wie viele Wortspiele benutzen die bitte? Grund. Stephanie Metto kam mit Schmerzen in der Brust ins Krankenhaus, befürchtete einen Herzinfarkt. Imagine, ihr kommt ins Krankenhaus und ihr sterbt fast einfach, weil ihr zu viel furzt. Das ist ja fast wie, ich weiß nicht, mir fällt gerade kein passendes Beispiel. Das ist genauso wie, wenn ihr einfach ins Krankenhaus müsst, einfach weil ihr... Das war absurd, ne? Aber einfach, weil ihr zu viel gejaxt habt. Einfach so viele deutsche Seiten haben über sie berichtet. Krass, Mann. Ey, die kriegt gerade so viel Aufmerksamkeit. Stellt euch vor, so... Stellt euch vor, meine Eltern würden mir so viel Aufmerksamkeit schenken, wie sie gerade bekommt. I got a phone call from one of my family members who thinks that I am an embarrassment and told me that I should stop selling my farts because it's giving my family a bad name. But you know... Hey, okay, ich find's auch komisch, dass sie ihre Fürze verkauft hat. Aber was sie hier gerade gesagt hat... Bro, einfach die Familie macht sie fertig. Bruder, wäre ich ein Familienmitglied von ihr, Digga, ich hätte straight up nach Rabattcodes gefragt, oder? Ein Ululahu hat da eine Abi. Okay, Leute, ihr habt jetzt einmalig die Chance, mir zu beweisen und mir zu zeigen, dass ihr meine Füße sehen wollt. Bei 10.000 Likes zeige ich sie euch auf Insta, okay? Wow, Digga, ich glaube, mit so einem Satz hat noch nie ein YouTuber Werbung gemacht. An alle Türken, ich brauche mal kurz eure Hilfe, okay? Übersetzt mal bitte in den Kommentaren folgenden Satz. Das hat mir ein Mädchen gestern geschrieben, die steht so ein bisschen auf mich. Und zwar ist folgender Satz. Lüften am Jama oros resimleri göndermey brak. Okay, seid mal ehrlich, die liebt mich safe, oder? Bleibt aktiv, trinkt Suchti, passt auf euch auf und vergesst niemals. Was löst, anbraten kannst du in den Dingern. Also, keine schlechte Sache, wenn man einfach mal so ein bisschen out of the box denkt. Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Ich schwör, ich hab auch 7, so viel hab ich getrieben.